Jetzt hören wir als nächsten Redner Marco Bülow. Er ist ehemals Mitglied der SPD-Fraktion geworden, ist jetzt aber fraktionsloser Abgeordneter. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, über den Tabubruch, die AfD ist jetzt viel geredet worden. Das Argument, was noch nicht gefallen ist, das wundert mich. Wenn man sich mal anschaut, in Thüringen hat sich jemand zum Ministerpräsidenten wählen lassen wollen und ist ja dann auch gewählt worden, der 5% bekommen hat. Von den eigentlich Wahlberechtigten war es nicht mal jeder 30., der die FDP gewählt hat. Alleine schon diese Arroganz zu besitzen, jeder 30., der unterstützt wird, Ministerpräsident zu werden, ich finde, das spricht schon alleine für sich. Ich gebe Christoph Matschi recht, das war kein Zufall, das war geplant und jeder wusste davon. Und deswegen geht es nicht nur darum, zurückzutreten dann am Ende, sondern vielleicht mal dazu zu stehen, was man eigentlich wollte. Man wollte Ministerpräsident werden und man wollte Ministerpräsident mit den rechten Stimmen ist. Das wäre jetzt mal ein Akt der Gerechtigkeit und ein Akt, wo man sagen könnte, da stehe ich wenigstens zu. Aber genau das tut die FDP nicht und das tat auch der Ministerpräsident nicht. Ich glaube, darüber sollten wir diskutieren. Und auch die Glückwünsche, die danach ausgesprochen worden sind aus Reihen der CDU und der FDP, wussten doch, was am Ende daraus gekommen ist. Und auch die waren geplant und auch die stehen nicht dazu, warum sie sozusagen aus dem Echo herausgekommen sind. Anstattdessen wird von der Mitte gefaselt. Was ist denn das für eine Mitte, das auf der einen Seite sagt, das ist die Mitte, wenn einer Ministerpräsident wird, der 5% hat, und auf der anderen Seite ein Ex-Ministerpräsident steht, der Beliebtheitswerte von über 70% hat, und den als extremistisch zu bezeichnen? Wo ist denn da die Mitte? 70% zählen nicht in der Bevölkerung? Was heißt hier Mitte, über die immer geredet wird, diese sinnentleerte Mitte, über die auch hier wieder ganz viel geredet worden ist heute? Heißt das ohne Haltung? Heißt das ohne Kompass? Und heißt das Fähnlein in den Wind halten? Ja, dann können wir uns vielleicht über diese Mitte einigen. Aber genau das ist der Begriff, der sinnentleert wird. Oder bedeutet Mitte, so wie die Politik der letzten Jahre oder vielen Jahre, wo Union und FDP immer wieder Verantwortung getragen haben, heißt das zum Beispiel, den Niedriglohnsektor aufzubauen? Heißt das hohe Ungleichheit? Heißt das Ausweitung der Waffenexporte? Heißt das kein Klimaschutz? Ist das die Mitte, von der Sie hier sprechen? Ich glaube, wir sollten über diesen Begriff reden, der sinnentleert als Phrase benutzt wird. Genau darüber sollten wir hier mal sprechen. Jedenfalls steht die Mitte im Augenblick eben nicht für Stabilität. Und sie steht vor allen Dingen nicht für die Abgrenzung gegen rechts, sondern sie steht fast schon dafür, dass man ja vielleicht am Ende doch vielleicht kooperieren könnte. Und genau das muss verhindert werden. Dafür sollten wir uns alle einsetzen, und zwar aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Wer die Demokratie verteidigen möchte, wer die Grenzen ziehen sollte, der sollte sich eben nicht hinter Floskeln wie die Mitte verstecken. Der sollte klare Kante zeigen, vor allen Dingen in der Politik. Und der sollte auch sagen, welche Fehler man selbst gemacht hat, anstatt nur auf die AfD zu zeigen und auf die Wähler der AfD zu zeigen, sondern er sollte sagen, welche Fehler haben wir gemacht und was müssen wir jetzt begehen, um es wieder richtig zu machen. Das wäre die richtige Abgrenzung und das wäre die Strategie, die Demokratie zu verteidigen. Dankeschön.